Hallo da unten in dieser untersten Höhle aller untersten Welten. Wie geht's? Wieder bei Forest. Mein Schwert muss auch raus. Nein, Ach nicht nein, das komm, Schwert. Igitt, hau ab. Hau ab. Wenn er schon ankommt, Nein, mein Schwert muss auch raus. Hier So, sind's. ich trinke mir erstmal mehr ein. Ey, apropos trinken, ne? Alkohol. Sag mal, Alkohol. Lukas, waren wir hier schon in der letzten Folge? Habe keinen Plan mehr, aber Hier das ist schon drüben. mal. Ich frage mich gerade, Das ist wo wir da übrigens eine neue angekommen sind. Aufnahmesession, deswegen könnte es sein, dass wir gerade etwas verpeilt sind. Oh ja, das hier waren wir noch nicht. Hier ist noch ein Kruzifix drin, aber das kann ich nicht nehmen. Oh Warum kann ja, ich oh das nicht ja. nehmen? I don't get Also ich it. kann da was angucken und zwar. Was kann ich ja. Fuck, ich sehe nichts. Sybil's missing. Irgendwas ist wieder am Wo fehlen. Toll. lag das denn jetzt schon wieder? In der Truhe drin. Oh, ich hab das nicht. Und ich habe Naja, jetzt egal. schon 7 alte Pistolenmunition. Ich habe alte Pistolenmunition 15. Warum hast du nur schon 7? Weiß nicht. Ach so, du hast ja schon vorher welche gesammelt, deswegen. Ja, klar, aber warum hast du, weißt du, 15 ist so ungefähr das Doppelte von 7. Ich habe 7. Ja, Ich ich habe gesagt. weiß. Oder ist Ja, keine 15 Ahnung, weil du schon maximal? vorher in deinem Wiestand die gesammelt hast. Und Es, meiner wurde ja, ja weg. klar. Ich will nur damit darauf hinaus, warum habe ich nur 15, du So. schon 7? Ja, weil wir vielleicht nur an dieser Stelle hier was gefunden hatten. Oder weil 15 das Maximale ist. Könnte natürlich auch sein. Ja. Rein hypothetisch. Ich muss aber Oh, sagen, übrigens, ja, Alkohol. Nice. ich habe auch selber mich noch gar nicht hier. Ich habe selber halt, wie gesagt, noch gar nicht Hallo gesagt. Guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt von meiner Seite. Oh Ich habe Lukas nein, nur reden okay. lassen. Weißt du, was das hier bedeutet, Lukas? Was denn? Das ist dein Job, Wunderkerze. Alter. Nein, da können wir nicht weiter. Doch. Hier kam gerade Musik, Okay. Alter. Ich habe ja nie was dagegen so. Hier bei mir musste Wunderkerze machen. Ja. Habe ich vor. Wer übrigens nicht weiß, warum Lukas Wunderkerze heißt, der guckt sich bitte nochmal die vorletzte. Nee, Quatsch, nicht die vorletzte Folge. Bevor wir Forest pausiert haben, diese Folge bitte einmal anschauen und dann wisst ihr genau Bescheid, warum. Also generell die alten, ganz alten Folgen angucken. Renn weg, renn weg, renn weg. Alter, wie schnell habe ich gerade gerade die Orientierung verloren? Aber es bringt, wie gesagt, nichts, hier noch weiter zu sprengen. Doch. Doch, ich sag doch, du sollst da springen. Ja, da war schon vorher ein Weg. So, Nein, ja, ich hab doch. Ach, egal. wie wäre die andere Taschenlampe da? Ja, hier kann man so Hä? runterspringen, das ist ja kein Problem. Egal, dann nehme ich halt das Feuerzeug. Ja, hier müssen wir mit dem Ding jetzt runter. Willst du vor? Ich habe Okay. Angst. Nee. Doch. Okay. Ich will da nicht alleine runter. Babys. Genau Alter, deswegen. okay. Genau Nein. deswegen. Weil ich Keine nämlich Babys, glaube. aber etwas viel Schlimmeres. Eine Leiche? Oh ja. Ja, wenn es nichts weiter ist. Oh, Pistolenmunition. Ein Bild. 3 alte Pistolenmunition gesammelt. Ach Ein komm. Bild von einem Schatz, wahrscheinlich irgendwo was versteckt, okay. Mal schauen draußen. Und mehr gibt's hier nicht? Ja, doch. Weiter. Ach gut, ich wollte schon sagen, dass es nicht weitergeht. Wäre ein bisschen schade. So. Ich muss sagen, wenn man hier irgendwie abends spielt, dann hat so eine Höhlenexpedition eine ganz andere Atmosphäre. Ja, was heißt abends? Es ist 2 Uhr nachts übrigens. Nein, es ist. Ja, es ist 2 Uhr nachts. Es ist 20 vor. Will auch wieder meine Taschenlampe haben. Hallo? Wo ist sie? Da. Man kann die Ach, Taschenlampe hier sind übrigens, sie ja. wenn man übrigens Tape hat, ich weiß nicht, wo ich das her hatte, aber wenn man das hat, dann kann man sich die Taschenlampe an Waffen dran machen. Ach so, an so Das einer ist AK oder saugeil. was? Ja, das wäre übel geil, wenn es das gäbe. So, warte mal, hier gab's hier nicht die, ach nee, hier gab's die Kletteraxt, die Pickaxe. Hier, Ja, habe ich hast du ja die? schon. Okay, Ja, sehr habe ich schön. schon. War das nicht in der einen Folge, wo wir hier runtergefallen sind und hier unten dann die Pickaxe gefunden hatten? Ja, genau. Stimmt, ja. Und ich Das war dich auch funny. umgebracht hätte, wenn die Aufnahme für den Arsch gewesen wäre, wegen Leuten wie dir, weil du da runter wolltest. Das kann sein, ja. So, jetzt muss ich mir gerade auf die Karte gucken. Ich habe ja so eine tolle Karte. Du hast Hunger, also suche etwas zum Essen, ja. Dann iss halt hier. Mein Gott.
Sag mal, Alter, hier geht's aber hier runter. Ah, hier ist wieder ein Passagier. Uiuiuiui. Passagierplatz 8B gefunden. Ah, ja. Also die Taschenlampe ist schon sehr geil, vor allen Dingen, weil die viel, viel weiter reicht als so eine Kackfackel. Ja. Und bei Kann man der da Ka rüberspringen oder stirbt man da? ja, geht schon. Bei der Fackel ist halt auch noch mal unglaublich unglaublicher Stofffetzenverbrauch. Halt auch noch mal das der Malus da dran. Hier, da ist ein So. Seil. Wie kommt man wenn man mit diesem Seil nach unten geht oder nach oben geht, wie kommt man dann hier wieder hoch? In diesem Spalt, wo Ich du glaube, gerade das ist so drüber eine Art gejumpt bist. Sackgasse. Gar nicht. Du musst dann über ganz unten hin und dann da wieder hoch, wo ich jetzt gerade hinleuchte. Alter, geht das tief runter, leck mich am Arsch. Ja, aber da unten ist fast nichts außer Koffer. Koffer, Komm, Moment, Koffer könnte halt schon. kommt man da durch? Ja, kommt man, ne? Bist geduckt dadurch gecroucht, oder? Ja, Ja, da kann man so geht. normal latschen. Ja, ich hab ein So. bisschen Schiss. Ja, hier Hier haben wir hatten einen Passagier. wir links schon geguckt. Wir sind ja vorhin jetzt eben gerade rechts rumgegangen, aber links gab es ja auch noch einen Weg. Guck mal, meine Taschenlampe ist schwächer als deine. Echt Das heißt, jetzt? meine geht wahrscheinlich gleich die Batterie leer oder sowas. Das Gefühl, Ja. meine ist schwächer als deine. Ich denke mal, wir werden es bemerken, wenn die Batterien alle gehen, aber ich habe ja noch ein paar. 7 Stück, das sollte reichen. Und ich meine, wir haben jetzt ziemlich viele Koffer noch auf der Insel, da sollten wir schon irgendwo noch eine Möglichkeit kriegen, die Taschenlampe aufzuladen. Ich sehe fast gar nichts. Ohne Witz, die ist so richtig schwach geworden. Du mal vor. Wir können es ja auch Guck so mal, ich machen. hab gar keinen Lichtpegel mehr. Warte mal, ich glaube, ich guck mal, dass ich vielleicht eine neue Batterie da reinhaue. Geht das? Kombinieren, wahrscheinlich. Ah Ja. ja. Batterien. Ja, genau. Wie oft kann ich denn das kombinieren? Upsala. Ich würde immer nur einmal machen. Ich habe jetzt zweimal gemacht. Egal. Ja, jetzt ist die auch wieder heller, genau. Ja, okay, die war echt leer. Die geht dann langsam. Dunkler wird die. So, ich mache dir folgenden Vorschlag, Lukas. Ja. Ich mach mal Fackel und du machst Taschenlampe. Dann haben wir eine gute Kombi. Ich hab die Breite und du hast die Weite. Lol. Super, jetzt Oh sieht sie schon wieder Mann. direkt wieder aus. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Ach, das Loch. Stimmt, jetzt Ist kommen sie wir wieder auf einer draußen? anderen Seite beim Loch. Ah ja, hier waren wir schon mal. Hier ist ja unser Ja, kleines Feuerchen. Flares! Endlich kann ich das Dings neu laden. Wieder ein Schatzort, okay. Da, wo man, glaube ich, auch die Pistole findet. Hier gibt Glaube es ich noch jedenfalls. Medizin und Alkohol. Ich glaube, ich pfeife mir gerade nochmal Medizin ein und Such das. verbessere meinen Teil nochmal schnell mit 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, endlich habe ich meine Flairgun wieder geladen. Alter, Flairgun ist sowieso das Geilste. Ich. So, immer schön den Alkohol auch direkt verbrauchen, weil den kriegen wir eigentlich die ganze Zeit. Stimmt, da ja, bin ich schon voll an Mollys. Ja, Zwei bin ich. Sodas mal trinken. Ja, und da sind wir beim Loch. Das Problem ist, hier kommen wir doch nicht weiter, oder? Doch, hier. Oh, okay. Aber ich glaube. Na, gucken wir einfach mal. Ja. Da Lampe unten kann ich aber ist, schalten. ich sehe jetzt auf jeden Fall da unten noch wieder mal wieder den Helikopter. Ja. Aber ich frage mich, wie Genau. man da runterkommt. Also irgendwie muss es da eine Möglichkeit geben, ohne sich da runter zu stürzen in Tod, da irgendwie normal runterzukommen in das Loch. Boah, leck, 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 Lampe leck, an. leck, leck, leck. Wird geladen, wird geladen. Ich mach mal wieder Fackel an. Oh, kann man wieder was ausmachen. Ich, hier wurde auf jeden Fall ja, Chili con Carne gemacht. Oh, hier ist noch ein Fuel Tank. War ja nur Chili Hier con sind ein Carne, paar confirmed, Fuel oder? Tanks. Oh, easy. Ja, ich weiß nicht, wer das gemacht hat und warum, aber ja. Perfekter Ja, wollen Punkt, um wir mal zu hier speichern. kurz. Genau.
Beigeschön auf jeden Fall. Bestätigen. So, abgespeichert. Wo kommen wir jetzt? Ach, da oben. Brauchen wir jetzt nicht Nö, wirklich. Schlafen brauchen wir nicht. Hoch da. Hier ist irgendwie gar nichts mehr so wirklich. Nee, ich hab ein bisschen Schiss, wo die richtigen Gegner sind. Oh, guck mal. Mal tauchen. Kann man die Taschen aber anlassen? Wir brauchen halt noch diese verdammte... Ach Mist, wir haben halt hier kein Licht. Fuck. Aber ich hätte nicht tauchen dürfen. Hier zu meinem Namen. Ja, deinen Namen sieht man nicht. Oh mein Gott, das ist ja so creepy. Sag mal, haben wir es jetzt geschafft oder sind wir jetzt wieder auf der gleichen Stelle? Nee, wir haben es geschafft, oder? Hier kann ich irgendwas aufheben. Schädel. Wir brauchen diesen Kacktauchanzug, das geht ja gar nicht. Ja, vielleicht aber ist Lukas, der hier unten, aber nee, der ist da nicht, okay. Nee, ich sehe ihn noch, ich guck doch hier von hier oben rein. Boah! Also wir sind doch gerade hier durchgetaucht, oder? Hat doch geklappt. Hier durchgetaucht. Nee, Moment, wo sind wir denn jetzt? Ja, ich frage mich auch gerade, von wo sind wir gekommen? Echt so? Doch, wir haben es so geschafft, wir sind doch eigentlich eben gerade irgendwo hochgeklettert, oder? Ja, nee. Ja, wir sind durch irgendwas durchgetaucht. Doch, guck mal, da sind wir durchgetaucht, da durch hier. Aber da muss doch... Ist das hier? Einer sollte vielleicht immer außerhalb des Wassers bleiben. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Komisch. Da muss doch irgendwas sein. Warte mal, geh du mal runter und ich versuche dir mal zu leuchten, ob das geht. Ja, Moment, ich esse gerade mal schnell. Nee, leucht nicht, aber du könntest mich navigieren. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. So. Dann hau mal rein. Oh, doch, ja. Leuchten geht tatsächlich. So ein bisschen. Ja, eigentlich eher unter dir. Hinter dir. Der durch. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin auf jeden Fall auf der anderen Seite. Fuck, wir hätten nicht tauchen dürfen. Ja, mir ist auch ein bisschen kalt. Aber es geht eigentlich. Ja, okay, warte, wir klettern mal lieber weiter. Ja, Lukas, wir sind da drunter durchgetaucht. Das war schon. Ja, da richtig. Ist aber nichts sonst. Ja, ja. Ich hab echt gerade den Überblick verloren. Alter, das sieht so creepy aus. Da waren gerade zwei rote Lichter unter Wasser. Richtig eklig, hey. Diese zwei Augen, die dich angucken. Ja. Aus dem klassischen alten Kinderbuch-Horror. Oh fuck, ich friere ja auch. Ja, deswegen. Schon krass, muss man sich jetzt wahrscheinlich wieder bewegen. Wahrscheinlich, weil wir nass sind und weil hier so ein Windzug einmal durchgeht. Ja, nee, und wahrscheinlich wegen der Höhle an sich einfach. Ja, klar, auch deswegen. Aber wir sind hier gerade in so einem Spalt, da kommt natürlich Wind von oben, ne? Und wir sind einfach durchnässt. Da wird einem kalt. Kann ich verstehen. Ja, komm mal ran hier. Geht immer weiter hoch. Hoch ist ja schon mal auf meiner To-Do-Liste. Dir ist kalt. Du hast bau ein Feuer, um dich aufzuwärmen. Ja, ein neuer Eintrag in deiner To-Do-Liste. Hallo, geht's hier wieder ganz hoch? Ich glaube schon. Mach ja mal die Taschenlampe aus. Also mit der Taschenlampe müssen wir echt ein bisschen sparsam auch umgehen. Fenster zu. Ja, wie gesagt, wir sind ja nicht so, zum Glück nicht so oft in Höhlen. Ja, und jetzt sind wir wieder raus. Wir müssen jetzt mal irgendwie in den... Was? Oh nein. Warum sind die jetzt schon aggro? Wart mal auf dich. Ich bin hinter Alter. Dir. Ich bin direkt hinter dir. Hörst du das? Ich hör's. Ich frag mich, wo wir hier rauskommen. Okay. 3, 2, 2. Eins. Fuck! Jo, die schlagen sich alle gegenseitig, das sind Kannibalen und... Oh Gott! Das war eine schlechte Idee! Überraschungsangriff. Einfach schlagen! Wen müssen wir überhaupt schlagen hier? Wer alle, einfach alle, einfach alle! Einen habe ich down. Ich deff deinen Rücken. Oh Gott, ich hätte dich gerade fast geschlagen. Alter! So, ich würde sagen... Mal, sie lebt noch. Oder er. Ja. Ich würde sagen, nicht mehr. Ja, nicht mehr. Feuerchen. Einfach mal ein bisschen... Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wow. Bei dir ist noch einer, ne? Ich hab dich gerade gefragt, Alter. Nein. Ey, du blutest. Super. Ich brenne auch. So, by the way. Mal wieder. Du hast es heute mit dem Feuer, ne? Ich bin Feuer und Flamme für dich, ja, Lukas. Ja, lauf noch in mich rein, ey. Ja, genau.
Feuerflamme. Jetzt kommt mit solchen Argumenten her. Sprüchen, mein Freund. Was wir aber machen können, wir könnten gleich mal zu unserer Behausung da hinten links. Was ist das denn da? Siehst du diese Dreiecke da? Ja, ne? An der Küste, da müssen wir gleich mal hin. Aber erstmal die Knochen noch einsammeln. Und dann könnten, ja, wir sind ja jetzt schon hier, dann könnten wir uns mal Gedanken machen über die Seilrutsche. Also. Fuck. Null Hasen. Nein, ich wollte die scheiß Krähe töten, jetzt habe ich das Feuer kaputt gemacht. Nein. Oh fuck, kannst du mal zu mir kommen? Ich glaube, die sind böse. Dürfte ich nochmal kurz Sachen zusammensuchen? Oh Gott. Weiß nicht, die kommen jetzt erstmal zu dir. Keine Ahnung warum, aber... Mal aufhören, auf die Bäume zu klettern. Lukas, kommst du mal her? Ja, ich habe ja auch Probleme, mein Freund. Das sind zu viele, Alter. Ja, es sind ein bisschen sehr viele, stimmt schon. Alter. Ja, die boxen mich hier gerade runter, Alter. Joa, ich komm mal zu dir. Da geht die Katze an. Hey. Hey. Es ist so komisch, wenn die einen angreifen, aber dein Kollege hier die Kettensäge wegnimmt. Lukas, ich weiß, warum die kommen. Wir sind direkt bei deren Dorf. Ja, ja, ich weiß. Ich bin da hingelagert. Ah, Alter. Chainsaw Massacre! Okay. Hast du die? Yep. Dann bitte das einmal... Gegessen. Oh Gott, Hilfe! So, könnten wir jetzt mal eine Sammelstelle für geordnetes Krematorium, geordnete Krematorium machen? Am besten hier bei dem Häuschen hier. Das eine oben ist leider kaputt gegangen, das habe ich kaputt geschlagen. Ja. Mhm. holst du die von dem anderen Häuschen auch nochmal ab? Ja. Die ich da hingelegt habe. Hast du die Knochen noch nicht aufgesammelt? Noch nicht, ich konnte noch nicht alle aufsammeln. Ich wurde dann direkt angegriffen. Okay. Zack, zack. Wie viel man einfach hier in dem Spiel mit Knochen sammeln, Leichen verbrennen und Rüstung craften zu tun hat. Das ist Wahnsinn. Ja. Ah, die sind despawned, oder? Das war nämlich hier. Da sind sowohl die, oh mein Gott, jetzt despawnt das unten auch noch. Nee. Unten ist noch alles 2D. Das despawnt mir ein bisschen, für meine Verhältnisse, despawnt mir das ein bisschen zu fix. Ja, bist ja schon alt, ne? Ja, mein Kleiner. Hello, Friends, okay, ja, ich hau mal wieder eine Russenrüstung drauf, genau. Knochenrüstung. So. Ich hatte irgendwie nur so eine halbe Knochenrüstung, die ist... Ach, weiß nicht, das war komisch. Ja, so, rüstungstechnisch bin ich jetzt... Wie viele Knochen fehlen hier? Ich habe noch 3 übrig. Jetzt habe ich noch mal ein paar aufgesammelt, das könnte es reichen. Nee, okay. Ein Knochen fehlt mir. Mhm. Und bitteschön. Bin ich nicht nett. Extrem. So, jetzt habe ich noch 7 auf Lager. Perfekt. Ah, hier lag noch einer. Ach man. Ich wollte auch nochmal brennen heute. Alter, da geht ja schon Knochenrüstung sogar runter. Toll, jetzt kann ich wieder eine verbrauchen. Naja, lassen wir mal. Wobei geht eine Knochenrüstung flöten? Wenn ich brenne. Das ist das Komische.
Oh, So, jetzt ja, looten wir nö, nochmal hier das. kann ich schon verstehen, ein bisschen. Puh, meine Güte, was ist das? Ei, geht. Die liegt auch schon ein bisschen länger hier. Was? Der hier auch. Bäh. Ah, lol, das sind Leichen. So, da. Ja, die kann ich eigentlich gut gebrauchen gerade. Trinken wir mal. Weil wegen Ausdauer und so. Oh, da sind Seile drin. Die können wir gebrauchen. Ah ja, Die ich stimmt. nicht aufsammeln kann. Die auch Mist. nicht aufsammeln kann. Ah, Aber ich wir sag müssen mal, das. Ja, was die kann man denn Seilrutsche craften halt. damit? Die Seil. Craften. Die Ja, was Seilrutsche kann man halt, denn? ne? Aber die müsste ich halt erstmal planen. Und wenn wir jetzt eine Expedition machen, dann wird das nichts. Ich könnte mir noch einen Stein. Ach, einen Steinbeutel. Ja. Steinbeutel muss man halt jetzt mit diesen. Schneeschuhe könnte ich mir mal eben machen. Und Holzstöcker. Okay. Lukas, wir haben jetzt zwei Problemchen. Ich hab Schneeschuhe. Also wir haben eigentlich nur ein Problemchen. Okay, wir haben doch ein zweites Problemchen. Problemchen Nummer 1. Wir haben in der Folge jetzt nicht mehr so viel Zeit, die Seilrutsche zu bauen und nach da hinten zu diesen komischen Gebäuden zu laufen. Das Problemchen 1 und Problemchen 2, da ist wieder Kundschaft. Zwar nur ein Kannibale, aber trotzdem. Der läuft am Sand entlang. Ja, egal. Lass uns jetzt mal Kaninchen. dahin gehen, da drüber gehen, weil. Entschuldigung. Jetzt bin ich halt gerade mal da. Sind wir gerade mal hier. Jo, das ist ja direkt um die Ecke, ne? Ja, trotzdem. Ich würde ganz Wo ist gerne. denn hier bitte ein Kannibale? Der ist da rechts rumgelaufen. Kann man das hier eigentlich Ach, auch? nee. Nee, ich dachte, es Aber das gibt ist doch auch in der Bretter. Nähe von wieder vom Schneebiom, ne? Die Frage, ob wir Ja. überhaupt darüber schwimmen können wegen Haien. Oh. Ich tauche gerade mal so ein bisschen. Gut, du machst unter Wasser, ich mach über Wasser. Wie beim U-Boot. Ich bin ja U-Boot-technisch schon fixiert. Ich weiß ja, wie Ja, es genau. funktioniert. U-Boot Cobra Kreuzer ist auf dem Weg. Cobra Kreuzer U-Boot-Kreuzer, das wäre hört voll sich gar nicht geil. mal so schlecht an, oder? Nee, hört sich Cobra nicht. Kreuzer. Ey, ganz ehrlich, wollen wir uns mal so ein Hausboot bauen und das dann Cobra-Kreuzer nennen? Das müssen wir nochmal machen. Wir haben jetzt bislang nur so ein kleines Mini-Boot gebaut, aber das ist ja langweilig. Das machen wir. Wir machen hier irgendwo das könnte eigentlich unser Hafen hier werden und dann fahren wir quasi mit unserem Cobra-Kreuzer mal auf Expedition. Das wäre voll lustig. Übrigens, wir sind jetzt in dem Biom, glaube ich, wo es auch Krokodile und so weiter gibt, ne? Und eventuell Ah. Wildschweine, da könnten wir dann noch ein bisschen Ja, Loot Wildschweine hin. brauchen wir nämlich echt mal. Also ich vor allem für die Steine, für die Steintasche. So, endlich bin ich da. Also Haie gibt es jetzt auf jeden Fall, das weiß ich Ja, schon. die gibt's auch schon, da gab's ja schon davor, ziemlich oft weit davor. Hier kannst du dir übrigens ein paar. Hier, Wildschweine bei mir, bei mir, bei mir. Okay. Auf geht's jagen. Wo Vor bist mir du? direkt. Da ist es. Tot. Hier gibt es noch irgendwo eins. Ich Ja. bring dir mal das Fell, ne? Vergehren die Wildschwein. sich nicht? Nö. Ich hab das so in die Ecke gedrängt, das konnte sich nicht mehr wehren. So. Wo ist denn das? Geräusch. Hasenfell, Tarnrüstung. Ey, ganz ehrlich, wo ist denn das scheiß Wild? War eine schlechte Idee, ich find's nicht mehr. Wildschweinleder, doch da. Das ist ja sau klein, Alter. Bitteschön. Mann, ich tanke gerade auf dir drauf. Das ist schön für dich. Ja, haben wir einmal geschafft. So, wie viel brauche ich jetzt davon? Ah, zwei Stück. Und noch Rehleder. Och, Reh habe ich auch nicht mehr, oder? Ach, fuck. Hast du zur Not Rehleder noch? Ah, Nee, gut, die kriegen wir ja Hasen schnell. habe ich dabei. Ja gut, Rehe sind ja bei uns direkt um die Ecke. Ja. Umme Ecke. Ummerke. Umme Ecke. So, jetzt schauen wir mal, wo der nächste Teil davon ist. Bei Inns bräuchte ich den Schild noch. Also hier oben sehe ich schon so ein kleines La. Oh. Lukas, ich habe den Kannibalen gefunden. Wie läuft der denn da rum? Das war Bock. daneben. Wo ist mein Pfeil? Hier irgendwo. Gehen die kaputt, wenn die auf Boden gehen? Alter, was hat die denn für einen fucking Sound drauf, Junge? Wir müssen ja ein Statement setzen, dass wir hier sind. Okay. Gegenüber den Kindern oder was? Ja. So, was? Wo sind denn diese Scheiße-Wildschweine?
Ja, die sind weiter unten. Wir gehen ja gleich wieder runter. So, ich wollte nur mal gerade kurz gucken. Ach, das sind hier keine Zelte. Das... Oh, hier, vor mir, vor mir, vor mir. Ja, stimmt, das sind. Mit dem Katana kann man die scheiß Wildschweine ganz gut jagen, eigentlich. Mehr oder weniger. So, hier vor mir. Bitteschön, gönn dir. Ein Salat. Ich habe hier gerade irgendwas abgehakt. Frag mich nicht, was. So, ich gehe mal gerade in das Ureinwohnerdorf. Beifleisch, also so wie Reh direkt vor mir, passt. Nein. Paar Koffer looten hier. Muss jetzt erstmal ein Reh jagen. Ja gut, dann machen wir halt erstmal jetzt die Jagd. Oh, Aloe Vera. Sehr schön. Kann ich hoffentlich aufsammeln. Ja. Sammeln Sie Rehfell. 0 von 16. Ja, wegen deinen doofen Teppichen da. Ja, was heißt denn doofen Teppichen, Alter? Wie hast du damit gemacht von? Neues Tier entdeckt. Schneehase wahrscheinlich. Und wo ist jetzt der. Oh. Das waren die, Ich bin so ein Monster. Dass man die blöden Scheiß. Spuren von dem Blut nicht sieht, das fände ich noch cool. So, ich habe ein neues Outfit übrigens. Graues T-Shirt und Alter, Alter, Tarnfarben Alter, okay, Jeans. alles gut, Alter. Okay, nice. Ja, toll, jetzt ist ja das Hirschilein weg. Blöd. Blöd. Auch Hirsch. Viele Vögel hier einfach auf dem Boden tot liegen. Sorry. Hast du wieder Vögel geschlachtet? Ja, muss ich ja. Wie viele Federn habe ich jetzt? Ich habe nur 11 Federn, Junge. Das geht so Ja. nicht. Ich habe gar keine. Ja, müssen wir aber. Also brauchen wir definitiv. Im Prinzip reicht es ja, wenn du die Vögel einfach so nimmst, die sich auf den Boden setzen und dann einfach abschlachtest. Hallo Kollege. Hallo Kollegen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Essen? Ja, das kann man essen. Einfach mal gegessen. Und echt essen. Oh, cool. Das ist aber Mini-Pilze, ey. So, wollen wir zurück? Achso, wir Wir wollten nach wollten da runter, ne? an Strand, genau. On the beach. Sex on the beach. Nein, nein. Na, nicht, dass du wieder denkst hier. Ich mit dir nicht, aber wenn du weibliches Personal anschaffst, dann können wir da gerne drüber reden. Hey, warum kann ich das nicht? Ey, Super, das ist ich. das. Oh mein Gott, vor mir ist das Hirsch direkt. Ein Reh, meinst du? Das Oh Hirsch. Mann, was ist denn das hier für eine Kacke? Warum baue ich denn so, warum baue ich denn so bescheuert? Ah, ich hab das Hirsch. Das Hirsch vor allem. Alter, meine Güte. Den habe ich auch eben schon getroffen. Nice, okay, gut. Habe ich 6 Pfeile investiert für das scheiß Hirsch. Alter, hallo, es Für ist der das Hirsch, scheiß Hirsch. Lukas. Für das Was ist scheiß Hirsch. los? Ey, Melz, richtig schrecklich. Naja, läuft ja bei dir. Warst du jetzt schon hier am Looten? In der Hut? Ich habe die ganzen Stoffe drumherum schon geschammelt. Neues Tier entdeckt. Ja, weil es gibt hier eine Menge. Also, oh, gerade waren wir. Das müssen wir auch nochmal machen. Benutzen. Weißt du noch? Ja, wir haben uns hier so ein Lagerchen gebaut. Ich weiß noch. Wir haben uns hier hart verbarrikadiert. Es war eine richtig Stimmt. eklige Nacht. Das weiß ich noch. Das war eine richtig eklige Nacht. Und das haben wir. War das nicht so, dass wir das gerade im rechten Moment fertig hatten? Ja, Weil die ja. Armada an Ureinwohnern hier einkam. Es war echt komisch, warum wir so viele. Oh, Moment mal, es wird wieder Nacht und ja, wir Jo. sollten vielleicht nicht hier bleiben. Wir könnten noch schnell nach unten gehen und uns das mal angucken und dann müssten wir hier definitiv pausieren. Ja, genau, das sollten wir echt nur machen. Lass mal Komm, schnell auf nach geht's. unten. Da ist noch ein Hirsch. Lukas. Not aufhalten. Not aufhalten, anymore. Oh, und der Hirsch, der ist direkt neben mir. Blaubeeren, Blaubeeren, Blaubeeren. Hier sind so viele Blaubeeren, die kann man alle essen. Easy. Jo, was ist? Bei mir ist das Spiel abgeschmiert.
Echt jetzt? Nicht gut. Ja, aber Alter, ich habe gerade eben nochmal gespeichert. Richtig nice. Gerade da, wo bei dem Unterschlupf. Oh, ich join einfach wieder rein. Du musst ja in der Aufnahme nicht groß. Da will man drum. Lol. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die Behausung hier unten in der nächsten Folge an. Ich mache mich jetzt wieder zurück in das traute Heim, speichere dann nochmal und hoffe, dass Lukas gleich wieder da ist. Taucht einfach direkt gleich auf. Ja, hoffe ich. Ja, bin direkt da. Wir schlafen dann erstmal und dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dann, tschüss, tschüss. Ja, tschüss, tschüss. Ich hofft für mich, betet für mich, dass ich heil ankomme, ohne angegriffen zu werden. Ja, das schaffe ich. Tschüss, tschüss.